gespielt, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Rein. Lupenreiner Kopfball. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht. Er zieht ab! Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielt. Er ist Mutterseelen allein durch. Nur noch einer. Riesenmöglichkeit. Und Schuss! Haut den Ball vor. Die Schussgelegenheit! Viel zu weit am Tor vorbei. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht ab. Raphael Leão! Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie da. Riesenmöglichkeit! Ans Aluminium! Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Er probiert's einfach. Er bringt den Ball rein. Was für eine Blamage. Ein Eigentor. Für dieses Tor würden sie sich vermutlich am liebsten ohrfeigen. Super, öffnender Pass. Kommt der an? Das gibt Eckstoß. Mir gefällt, wie Lucas Hernandez seine Rolle interpretiert. Der Mann stammt aus einer Fußballerfamilie. Sowohl sein Vater als auch sein Bruder sind Verteidiger. Hernandez verkörpert. Gut gesehen, guter Laufweg. Das sah vielversprechend aus, aber dann wusste. Nur noch der Torwart vor ihm. Das war absolut überflüssig, wie er da reingeht. Elfmeter, Logo. Es ist ganz banal, die große Chance. Hier ist Correa. Gutes Auge, guter Pass. Großartiges Zuspiel. Tolle Chance! Ja, und nochmal. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Er hält drauf! Cristiano Ronaldo. Er nimmt ihn. Das könnte was werden. Und der Heber. Schon läuft Cristiano Ronaldo. Abschluss. An die Latte. Hatte nicht lange gedauert. Und noch eine Chance. Er versucht's nochmal. Der muss sitzen. Hier ist die Gelegenheit. Del Piero. Die Tür ist spät. Jetzt der Abschluss. Gut gesehen. Guter Laufweg. David Beckham mit dem. Gut hochgegangen. Scholes. Hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt Messi. Na, da war der Torwart schon geschlagen.